9 von 10 Lehrabgängern seien gut für die Zukunft vorbereitet, ergibt eine Umfrage vom Kaufmännischen Verband. Allerdings sagen 93% auch, dass sie eine Weiterbildung ins Auge fassen. Eine hohe Zahl, aber lebenslanges Lernen gehöre eben dazu. Die klassische Lehre ist eine sehr gute Grundausbildung, aber, und das zeigt auch die Zahl, dass 93% nachher Weiterbildung machen. Es muss nachher weitergehen und es muss nachher halt auch praktisch bis zur Pensionierung Weiterbildung stattfinden, weil die Wirtschaft wandelt sich und damit müssen sich die Angestellten auch wandeln. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man auch die Möglichkeit, weil Lehren muss auch gelernt sein, dass man das eben lernt in der Grundausbildung. Das ist, glaube ich, das wesentliche Fundament. Alles in allem steht die beliebteste Schweizer Berufslehre aber gut da. Für den Verband ist aber klar, dass auch dieser Beruf vor grossen Herausforderungen steht. Man sei aber gut darauf vorbereitet. Ja, ich glaube, das haltet sich weiterhin sehr gut. Ich meine, es ist der kaufmännische betriebswirtschaftliche Sektor ist auch der, wo natürlich wächst in der Schweiz, wo sehr erfolgreich ist. Banken, Versicherungen, aber auch in anderen Bereichen. Und von dem her, glaube ich, ist es eine sehr gute Grundausbildung. Die Umfrage hat außerdem ergeben, dass die Löhne bei Berufseinsteigern insgesamt zufriedenstellend ausfallen. Nur gerade 20% verdienen weniger als die vorgeschlagenen 4'000 Franken. Ja, es gibt Unterschiede, was die Löhne betrifft. Ist klar, so Zürich, Genf, das sind so die Spitzenreiter. Man sieht den Unterschied nach Branchen, auch wenn sich die jetzt in der Umfrage nicht ganz deutlich gezeigt haben, wie wir vermutet haben. Aber was die Mindestlohnempfehlung angeht, sagen wir, 4'000 Franken, das muss eigentlich in der ganzen Schweiz gewährleistet sein. Weiter fordert der Verband die konsequente Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen. Jugendliche unter 20 Jahren haben 5 Wochen Ferien pro Jahr zu gut, was laut dieser Umfrage aber bei jedem 5. Lehrling nicht zutrifft.